Ihr habt 180 Gramm Protein, ihr habt 50 Gramm Fett. So viel zu dieser Ernährungsweise, wie ihr am Tag vorgeht. Also immer Mahlzeit haben, tracken, eingeben und dann Schritt für Schritt schauen, was habe ich noch offen. Können wir uns das? Also ich esse selten anders Kartoffeln und einfach so verdammt lecker schmeckt. Und ich wünsche euch viel Glück bei diesem Gewinnspiel, Leute. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall besteht es nur aus Protein und wenn es geil ist, dann finde ich das einen Hammer-Snack. Mega. Post-Workout-Meal, Freunde, und zwar gibt es Kartoffeln und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Kartoffeln esst, diese Variante auszuprobieren. Ich finde das richtig, richtig geil und Kartoffeln sind in einer Diät, meiner Meinung nach auch Reis zu bevorzugen, einfach weil ihr ein höheres Volumen habt und somit besser satt werdet. Und die Variante schmeckt richtig lecker. Ihr braucht, Freunde, einmal Kartoffeln, sowieso klar, und zwar werden wir diese schälen und dann so in Potato Wedges schneiden. Machen wir gleich. Dann werden wir das Ganze in die Schüssel geben mit 1-2 Teelöffel Olivenöl, mit ein bisschen Paprikapulver, mit Salz und mit Pfeffer und dann werden wir das durchmixen und so eine geile Marinade machen und ja, selbstgemachte Low-Fat Potato Wedges und die Dinger schmecken richtig, richtig geil und das werden wir in einen Quark-Dip eintauchen, Leute, so als Soße. Man kann zum Beispiel auch Ketchup Light nehmen, aber ja, hat noch mehr Protein und weniger Zucker. Das machen wir jetzt. Let's go. So, Leute, einfach schälen und die werden wir jetzt in schöne Kartoffelspalten schneiden und dann kommt das Ganze schon in unsere Schüssel. So, Freunde, und bezüglich der Dicke, ich mache die immer recht dünn, weil ich einfach möchte, dass die schneller im Rohr durch sind. Ihr könnt die natürlich auch dicker machen, dauert dann länger. Ich habe keinen Bock zu warten, Leute, sondern möchte gleich essen. Wie würzen wir das Ganze? Ich nehme einen Esslöffel Olivenöl, Leute. Ihr könnt einen Teelöffel, zwei Teelöffel, einen Esslöffel nehmen, je nachdem wie viel Öl ihr einfach zu euch nehmen möchtet. Ich nehme meistens einen Esslöffel, dann hat das Ganze ca. 10 Gramm Fett und ist noch immer nichts für so ein Rezept. Dann natürlich Salz, Pfeffer und zu guter Letzt Paprikapulver. Welches ihr da genau nehmt, Leute, bleibt euch überlassen. Ich nehme meistens immer edelsüß, man kann auch ein scharfes nehmen. So, Leute, das sind jetzt unsere Kartoffelspalten. Man kann da übrigens auch noch ein bisschen Kräuter reingeben. Ich weiß aber nicht, wie die dann verbrennen, deswegen das passt so. Und das geben wir jetzt auf ein Backblech mit Backpapier und dann kommt das Ganze ins Rohr. So sieht das dann aus. Vorne das Rohr heizen wir auf Ober-Unterhitze und ich würde so sagen 180 Grad solltet ihr auf jeden Fall davor machen. Ihr kennt mich, ich habe es mal wieder nicht geschafft. Wie lange die jetzt drin sein müssen, Leute, das kann ich nicht genau sagen, weil es einfach darauf ankommt, wie dick die sind. Ja, wenn ihr die dünner macht, würde ich sagen, die dauern 25 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Wenn die dicker sind, vielleicht auch 35 Minuten. Das müsst ihr einfach abchecken und bei der Hälfte würde ich die einmal so ein bisschen umrühren. Und wir machen jetzt den Quark-Dip dazu.
Was fehlt bei dem Ding? Natürlich Kräuter. Ich habe keine da und bei uns ist gerade Feiertag, Leute. Aber ihr, also so ist es auch im Shredded Kitchen Buch, das Rezept. Vielleicht blende ich das jetzt hier kurz ein. Auf jeden Fall sollte das ein Kräuter-Quark-Dip sein. Haut einfach ein bisschen Petersilie oder gemischte Kräuter. So Tiefkühlkräuter würde ich euch empfehlen, weil das ist einfach das Einfachste. Das haut ihr dazu und dann habt ihr einen leckeren Quark-Dip. Ich warte jetzt, bis die Dinger fertig sind und dann, boah, ich habe Hunger, Leute. Ich habe richtig Hunger und die Nährwerte sind Hammer. Man wird richtig voll und so würde ich, also ja, für mich ist das geil, einfach die Carbs in der Diät so zu essen. Piu. So, Freunde, das sind die Potato Wedges und da werden wir jetzt den Quark-Dip dazugeben. Und, Freunde, wer Ketchup will, Light Ketchup, auch cool, ja, das hat nicht viel Zucker. Quark-Dip finde ich natürlich viel, viel besser, aber kann man auch auf jeden Fall machen. Jetzt gönnen wir uns das. Also ich esse selten anders Kartoffeln, weil es auch relativ schnell geht, ja, nicht viel Aufwand ist. Und einfach so verdammt lecker schmeckt. Mm. Also Leute, macht die Dinger nach, ja, nehmt Quark-Dip oder Ketchup Light. Vor allem das Geile beim Quark-Dip ist einfach, dass ihr dann nochmal, wenn ihr zum Beispiel 250 Gramm Magerquark nehmt, nochmal 30 Gramm Protein habt. Deswegen finde ich das so geil und macht das nach, Leute, markiert mich. Moment. Und Fit and Shredded auf Instagram und wir reposten wieder eure geilsten Kreationen, wie wir die ganze Zeit machen. Und jo, ich gönne mir das jetzt, Freunde. Mahlzeit. So, Freunde, ich muss noch zwei Gewinnspiele auflösen. Ich habe ein Muscle Kitchen Buch verlost und ein Shredded Kitchen Buch verlost in dem letzten Food Feeding und im letzten Meal Prep. Und die Gewinner sind, also, das erste Buch gewinnt der Marvin. Er schreibt, du bist unglaublich, kann nicht in Worte fassen, du hast mich so krass vorangebracht, danke. Sowas feiere ich natürlich, ja, das sind die meisten Kommentare von euch, Leute. Mein Ziel ist es, euch voranzubringen, damit ihr im Leben was erreicht, dass ihr nach vorne pusht und eure Ziele einfach erreicht. Das ist das Wichtigste. Und Marvin, viel Spaß mit dem Kochbuch. Und der zweite Gewinner ist der Sascha Alex. Ich habe da gefragt, was ihr für Motivationsvideos gerne sehen wollt oder auch im Podcast. Ich will da wirklich euren Input, weil ich eure Probleme lösen möchte. Ja? Das ist für mich das Ziel Nummer 1. Und er hat geschrieben als Motivationsvideo Freunde und falsche Freunde und wie die dazu beitragen, weiterzumachen oder eben nicht. Finde ich ein sehr geiles Thema. Und als Thema für den Podcast hat er gesagt, dein Leben von klein auf bis heute, was ich alles mitnehmen konnte, was ich gelernt habe. Und ja, dass er mich einfach extrem feiert und dass er wegen mir immer weitermacht, egal ob es Fitness ist, Schule etc. Und das finde ich ja, wie schon gesagt, einfach das Beste. Und ich finde auch das Thema gut, Leute. Schreibt ihr auch das vielleicht nochmal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich mal ein Video mache über meine ganze Geschichte von klein auf bis heute, über meinen ganzen Weg. Finde ich auf jeden Fall cool und ich denke, dass euch das auch ja, einen geilen Einblick zeigt und euch weiterhilft. Das waren die Gewinner, Leute, aber weil das einfach so abgeht und ich euren Support in der letzten Zeit so feiere, mache ich die ganze Zeit Gewinnspiele und verlose einfach Kochbücher. Und ich werde auch in dem Video jetzt wieder ein Shredded Kitchen Kochbuch verlosen, Leute. Was müsst ihr dafür tun? Schreibt einfach in die Kommentare wieder einen geilen Kommentar, was ihr euch vielleicht wünscht von den nächsten Videos, was ich besser machen sollte, was ich anders machen sollte, wo ich euch weiterhelfen kann, also wirklich guten Input. Ja? Natürlich könnt ihr mir auch gerne sagen, was ihr feiert, das freut mich persönlich immer sehr, aber was mich am meisten freut, ist eher, wenn ihr mir sagt, was ich für euch einfach noch mehr machen kann, was euch noch weiterhilft. Schreibt das in die Kommentare, Leute, vergesst nicht den Hashtag ShreddedKitchen und dann gewinnt auch in diesem Video jemand ein Kochbuch und ich wünsche euch viel Glück bei diesem Gewinnspiel, Leute, macht alle mit. Und jo. Nächste Mahlzeit, Freunde, ist etwas ohne jegliche Carbs. Also eine Diät wirklich perfekt. Das Ganze hat wahrscheinlich so um die 45 Gramm Protein. Aber werde ich dann für euch ausrechnen. Und ja, einfach perfekt für die Diät, Leute. Das machen wir jetzt. Und zwar braucht ihr, Freunde, zwei Eier. Ihr könnt jetzt hier mit den Zutaten wirklich variieren. Ja? Ihr könnt genauso ein Ei nehmen. Ihr könnt zum Beispiel ein ganzes Ei und ein Eiklar nehmen. Ihr könnt auch drei Eier nehmen. Je nachdem, wie viel Fett ihr zu euch nehmen dürft. Und das rechnet ihr euch in individuell aus, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder von uns hat das unterschiedlich in Fit and Shredded und auch in die Messe für den Aufbau. Ist eine Formel, wo ihr euch genau eure Kalorien und eure Makros, die ihr in der Diät braucht,
ausrechnet. Zwei Tomaten könnt ihr auch variieren. Ich nehme noch eine halbe Zucchini dazu, die schneide ich jetzt klein. Könnt ihr, ja, ihr könnt auch anderes Gemüse reingeben. Und eine Dose Thunfisch, hier bitte im Saft und nicht im eigenen Öl, wenn ihr das kauft. Und auf jeden Fall gut abtropfen lassen. Und das Ganze werden wir jetzt klein schneiden und einfach in eine Form geben. Dann noch ein bisschen würzen und ab in den Ofen. Und wir haben ein richtig leckeres und extrem proteinreiches, also es besteht nur aus Protein plus ein paar Carbs vom Gemüse, Meal, perfekt für die Diät. Leute, schaut unbedingt auf unserem Blog vorbei. Also die meisten Rezepte, die ich hier im Full of Eating koche, wie zum Beispiel das, habe ich im letzten Meal Prep gemacht. Hier den Oatcake habe ich auch im Meal Prep gemacht. Leute, das habe ich im letzten Full of Eating gemacht. Das war die Avocado Quarkcreme. Hier ist unser Flammkuchen von dem letzten Full of Eating. Das bedeutet, fast alle Rezepte, die ich hier mache, ich fotografiere die hier immer, damit wir sie auch im Blog geben können. Ich will euch so viel wie möglich bieten. Und natürlich freut es mich extrem, wenn ihr euch die Kochbücher holt. Danke für das geile Feedback. Dort sind auf jeden Fall absolut meine Favorite Rezepte drin und ja, mega Leute, schaut auch am Blog vorbei und kocht die Rezepte, vor allem auch den Kochbüchern. Danke für euren ganzen Support. So, jetzt werde ich in dieser Schüssel, da war der Thunfisch drin, die Eier zermixen, einfach mit einer Gabel, und das Ganze leeren wir jetzt darüber. Dazu dann noch Salz und Pfeffer. Besser wäre es, Leute, wenn man drei Eier nimmt, wenn man so viel Gemüse hat, oder man nimmt weniger Gemüse, ja, aber cool wäre, wenn das eigentlich fast ein bisschen bedeckt ist. Ich werde jetzt gleich noch ein drittes Ei dazugeben. Also ihr seht, auch ich probiere die ganze Zeit bei den Rezepten herum und will einfach nur geile Sachen fertig machen. Und zack. So, auf jeden Fall besser. Jetzt ist das Ganze schön bedeckt, ja, mit drei Eiern passt oder nimmt weniger Gemüse. Das Ganze kommt jetzt ins Rohr. Ich habe das noch nie gemacht, das ist jetzt wirklich mein erster Versuch und mal sehen, wie lange. Ich denke mal so circa 10 bis 20 Minuten, aber das schauen wir gleich. Das wird geil, Leute. So Leute, und das ist unser Thunfisch-Ei- und Gemüseauflauf sozusagen. Das probiere ich jetzt. Es gibt natürlich Dinge, die schauen ein bisschen besser aus als so Thunfisch mit Ei, aber probieren wir mal das Ganze. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall besteht es nur aus Protein und wenn es geil ist, dann finde ich das einen Hammer-Snack. Leute, mega. Zwiebel, glaube ich, wäre noch unfassbar gut da drin. Die hatte ich leider nicht. Und ich muss dazu sagen, ich habe es nur ein wenig gewürzt, weil ich dachte, dass der Thunfisch sehr viel Salz hat, was er auch hat. Aber wenn man so viel Gemüse nimmt wie ich, muss man auf jeden Fall mehr würzen. Also mehr Salz, Leute, mehr Pfeffer. Könnt ihr aber dann noch nachträglich machen. Und Zwiebel würde ich euch auch empfehlen. Und dann finde ich das, ich finde das gerade richtig, richtig geil, weil das einfach die besten Nährwerte hat und verdammt easy geht. Leute, das wird es bei mir in einer Diät ab jetzt definitiv sehr, sehr oft geben. Vor allem kann man da variieren und das ist auch wieder mein Ding an euch. Leute, variiert, haut da Dinge rein, ihr könnt auch zum Beispiel fettarmen Schinken oder Putenbrust oder so reinhauen. Haut Paprika rein, macht da wirklich rein, was ihr wollt. Zwiebel würde ich auf jeden Fall empfehlen, wie gesagt. Und markiert mich und für den Shirt wieder in den Stories. Und Leute, wieso ich da auch viel Gemüse nehme, einfach wieder das Volumen. Genau derselbe Grund wie bei den Potato Wedges. Im Gegensatz zu Reis zum Beispiel, also Kartoffeln statt Reis in einer Diät. Und auch Gemüse natürlich sehr wichtig. Mikronährstoffe, ja, das heißt Mineralien, Spurenelemente, Vitamine. Aber auch nebenbei wegen dem Volumen, dass ihr einfach voll werdet. Weil da habt ihr jetzt wirklich viel zu essen. Danach seid ihr richtig, richtig voll. Aber ihr habt überhaupt nicht so viel Kalorien zu euch genommen. Das bedeutet, Lebensmittel, die ein hohes Volumen haben, aber eine niedrige Energiedichte. So Leute, ich esse das jetzt und es schmeckt auf jeden Fall viel geiler, als es aussieht. Aber ich finde, es sieht eh nicht schlimm aus. Und wir sehen uns dann später beim nächsten Meal. Ich fahre dann noch ins Büro, Leute, und jo, Mahlzeit.
hier, Leute, das muss ich euch nicht mehr sagen. Also ich glaube, ich esse echt jeden Tag im Büro einen Skier, weil es einfach für mich die perfekte Proteinquelle für zwischendurch ist. Und was ich auch richtig finde, ist einfach hier Beeren reingeben. Also kauft nicht Skier mit schon Geschmack, weil da habt ihr extrem viel unnötigen Zucker. Also Zucker ist jetzt nicht kein großes Problem, alle haben immer Angst davor. Aber ich würde trotzdem die Beeren hier einfach dann oben reingeben und dann das Ganze essen. 55 Gramm Protein, ein Skier, bester Proteinsnack. Arme Support, Freunde. Und der Kaiserschmarrn, es haben wieder so viele den Kaiserschmarrn nachgemacht und ich liebe dieses Rezept. Postet das alle, Leute. Ich will so viel wie möglich von euch auf Instagram sehen und das alles von euch reposten. Lina Massive Army, Fit and Shredded Army. 5700 Mitglieder, Leute. Wir sind insgesamt in beiden Gruppen sind wir schon 7500 Mitglieder. Und ohne Scheiß, ihr müsst euch mal 7500 Menschen vorstellen. Ich finde das unfassbar. Und ich hätte mir das früher nie erträumt. Wir waren vor einem Jahr, glaube ich, waren wir 400 oder 500. Und jetzt sind wir 7500 Menschen, die alle mit demselben Programm arbeiten, im selben Team sind, sich gegenseitig motivieren. Unglaublich und ja, Wahnsinn. Dieses Teamgefühl, was da herrscht, Leute, ich habe gar keine Worte dafür. Gebt euch mal diese Veränderung vorher, nachher. Käse, Brokkoli, Nuggets. Ich habe die richtig gefeiert, Leute, aber ihr auch. Finde ich richtig geil, wie viele das von euch nachgemacht haben. Hier werden Protein-Drinks gekostet. Cottage Cheese mit Gurke kann ich euch in einer Diät extrem empfehlen, habe ich eben im letzten Video gezeigt. Ich würde noch ein bisschen Olivenöl drüber geben, ein paar Kräuter vielleicht, dann ist das wirklich lecker. Mega Veränderung. Wahnsinn. Dorina, richtig, richtig cool, gib weiter, sogar so unbedingt. Nicht schlecht, Leute. Vorher, nachher. Unglaublich. Und das ist es, Leute. Und ich finde das so geil, dass ihr sowas auch in die Arme postet, um das den anderen Mitgliedern zu erklären. Ihr habt 1500 Kalorien, könnt das in einer scheiß Mahlzeit machen. Oder ihr könnt so viel Volumen essen, wo ihr so voll werdet, Leute. Gurken, Himbeeren, Salate, Wassermelone, Kartoffeln. Ja, das sind übrigens alle wirklich Hammer-Lebensmittel für Volumen. Also Thomas, wenn du das siehst, auch richtig geil. Mach weiter so und postet sowas auch in die Army, damit das einfach die anderen sehen. An Katrin, nach langer Pause geht es wieder los. Aktueller Stand minus 23 Kilo. Leute, und sie hat mir auch letztens geschrieben, dass sie sich das erste Mal in ihrem Leben wieder wohl in ihrer Haut fühlt und schaut euch das mal an. Respekt an Katrin, Hammer, Hammer, gib weiter Gas. Wieder ein Zwischenergebnis, vorher, nachher. Leute, ich scroll einmal durch die Army und ich sehe nur Ergebnisse von euch. Ihr seid einfach unglaublich. Und ich sage das die ganze Zeit, aber es ist einfach, ja, es ist Wahnsinn. Wie viele Ergebnisse und Erfolge wir in diesem Team haben, ist einfach unbeschreiblich. Auch hier ist schon einiges zu sehen, Leute. Vorher, nachher. Nächstes Ergebnis. Nach 10 Wochen Fit and Shredded muss ich sagen, dass ich nicht nur vieles über Ernährung und Kraftsport, sondern auch mich selbst viel besser kennengelernt habe. Dieses Programm und diese Army sind der Hammer. Vielen Dank, David Lenger. Vielen Dank, Army. Eine Woche Urlaub und danach Lean and Massive, Leute. Er hat es auch schon. Richtig, richtig geiler Kommentar. Und vor allem seht ihr, die Leute bedanken sich nicht nur bei mir, sondern auch bei der ganzen Army, weil ihr den anderen so eine geile Motivation gibt und macht unbedingt so weiter. Postet euer Essen, hilft den anderen, seid für sie da. Ich glaube, diese Army ist so ein geiler Bonus, die einfach andere Programme in Deutschland einfach nicht haben, ja? Weil wir wirklich ein Team sind und uns helfen. Und ich finde es auch geil, dass so viele, wirklich der Großteil, ich lese das die ganze Zeit, mit Lean & Massive startet. Und da solltet ihr wirklich sauber Muskeln aufbauen und wirklich aufs nächste Level kommen. Lean & Massive ist wirklich dazu da, den nächsten Schritt zu machen und dann nach so 6 bis 9 Monaten wieder eine Runde Fit and Shredded. Und Michael, wenn du das auch siehst, Respekt für diese Leistung, danke für deine Worte und gib Gas und ich bin gespannt, was du mit Lean & Massive machen wirst und wir sehen uns dann in der Lean & Massive Army. Ich freue mich. Geht doch, oder? Hängt. Wenn jemand das braucht, dass ich bei euch was reparieren soll, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Unten in die Kommentare. In die Kommentare. Hier, wir wollten zu den Leuten nach Hause kochen, jetzt kann ich auch hier reparieren. Leute, das Video heißt ja die beste Ernährungsweise und ich habe euch das schon oft im Food Feeding eigentlich gezeigt, aber noch nie so genau erklärt, wie ich an eurer Stelle damit arbeiten sollte oder wie ich finde, dass es am allerbesten ist, mit diesem System zu arbeiten. Das bedeutet, ihr habt ja eure Kalorien und Makros. Ihr habt eure Kalorien, Protein, Fett und Kohlenhydrate.
Das rechnet ihr euch ja individuell aus. Also das ist bei jeder Person unterschiedlich. Und wichtig ist auch, wenn ihr euch das ausrechnet, also ihr habt das in Fit and Shredded, habt ihr die Formel, egal ob Mann oder Frau, das sind zwei verschiedene Sachen, je nachdem, was für ein Aktivitätslevel ihr habt. Also hier spielen einfach viele Faktoren mit. Bei Lean Massive genauso für den Aufbau. Aber was ich sagen wollte, selbst wenn ihr das habt, ist es verdammt wichtig, dass ihr mit der Zeit die Anpassung macht. Ja? Die Frage bekomme ich oft, Leute, das ist auf Seite 53 und in Fit and Shredded drin. Wenn euer Gewicht kontrolliert und die Kalorien von Zeit zu Zeit anpasst. So, aber wenn es bei euch rauskommt und ihr habt jetzt zum Beispiel, das ist jetzt irgendein Beispiel, ja, 2000 Kalorien, ihr habt 180 Gramm Protein, ihr habt 50 Gramm Fett und der Rest sind Kohlenhydrate, dann ist das euer Tagesziel und ihr arbeitet dazu, dass ihr zum Beispiel die erste Mahlzeit habt. Danke, Ebi. Okay. Und diese Ernährungsweise ist wirklich so, dass das null eingeschränkt ist. Ich halte nichts von eingeschränkten Plänen. Ich möchte, dass ihr richtig individuell arbeiten könnt, euch richtig individuell ernähren könnt und einfach frei seid, Leute, und spontan entscheiden könnt, was ihr esst. Und das geht folgendermaßen. Ihr habt jetzt zum Beispiel die erste Mahlzeit und die hat zum Beispiel 400 Kalorien, 40 Gramm Protein, 8 Gramm Fett, XYZ Kohlenhydraten. Ja? So, das habt ihr mal und gebt es in eure App ein. Dann macht ihr die zweite Mahlzeit und fügt das wieder hinzu. Dann habt ihr die dritte Mahlzeit zum Beispiel und dann seid ihr so bei der Hälfte des Tages. Und wenn ihr dann zum Beispiel bei der Hälfte des Tages seid, schaut ihr, okay, von meinen 2000 Kalorien, ich habe schon 1000 Kalorien gegessen oder sogar ein bisschen mehr. Ich hatte schon 100 Gramm Protein, ich hatte schon 30 Gramm Fett und ich hatte so und so viel Kohlenhydrate. Und dann könnt ihr schauen, okay, ich kann heute jetzt noch die und die Mahlzeit essen, weil das passt dann rein. Dann seid ihr schon am Abend und ihr habt jetzt nur noch ein bis zwei Mahlzeiten offen und je nachdem, wie eure Kalorien dann noch da sind und eure Makroverteilung noch da ist, also wenn ihr zum Beispiel am Ende des Tages noch 40 Gramm Protein habt und so und so viel Fett, zum Beispiel 10 Gramm Fett und fast keine Kohlenhydrate mehr, dann würde ich euch empfehlen, zum Beispiel einen Magerquark mit ein bisschen Nüssen zu essen. Und so seid ihr extrem frei, Leute. Ihr könnt einfach rausgehen und eine Kugel Eis essen, wenn es in eure Makros passt. Ja? Ihr könnt, ihr habt keinen strikten Ernährungsplan, der euch vorschreibt, das und das zu essen. Das ist Bullshit, das wollen wir hier gar nicht. Aber haben natürlich trotzdem die besten Erfolge, Leute. Also vom Erfolg her ist das das Beste, was man machen kann. Meiner Meinung nach. Und ja, so viel zu dieser Ernährungsweise, wie ihr am Tag vorgeht. Also immer Mahlzeit haben, tracken, eingeben und dann Schritt für Schritt schauen, was habe ich noch offen, was kann ich da noch reingeben. Und da kommt ihr dann rein und selbst wenn die erste Woche, zum Beispiel wenn jemand ganz neu beginnt und ihr verkackt die erste Woche, Leute, in der zweiten oder dritten Woche wird es dann schon richtig gut funktionieren. Niemand kann von Anfang an irgendwelche Dinge, ohne dass man da mal reinkommt. So viel dazu, Leute, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. So, Freunde, das letzte Meal. Wieder viel, viel Gemüse. Ihr wisst, am Abend immer Volumen, also Lebensmittel, die einen füllen. Ich habe hier einmal Tomaten, Leute. Ich werde eine halbe Gurke schälen und dann in Scheiben schneiden und auch einen Paprika. Von der Avocado nehme ich immer nur die Hälfte, weil eine Avocado sehr viel Kalorien und Fett hat, aber sehr gesund. Deswegen die Hälfte und das werde ich dann auch in Scheiben schneiden. Und hier habe ich so Mais-Hähnchen-Innenfilets aus Österreich übrigens. Angeblich ist das aus so Familienbetrieben und ein bisschen mehr investieren wäre auf jeden Fall schon gut, Freunde. Und da mache ich mir einfach so eine Schüssel, Hähnchen, Avocado, Gurke, Tomaten, Paprika, so eine richtig geile Bowl. Und die Marinade mache ich wieder mit so 10 Gramm Olivenöl, also circa ein Esslöffel Olivenöl. Und Balsamico-Essig, da nehme ich immer so 20 bis 30 Gramm. Also ja, circa das Doppelte bis Dreifache. Das werde ich mir jetzt machen, Freunde. Ich bin aber schon so fertig, dass ich das jetzt nicht mehr alles filme. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns morgen in der Früh mit einem kleinen Fazit zu einem Video, Freunde. Gute Nacht. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, einen Kommentar da. Macht alle beim Gewinnspiel mit. Sowas ist immer extrem viel Arbeit. Aber ja, Hauptsache, man hilft euch weiter. Hauptsache, wir geben euch was. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Freunde. Peace.